Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Supraland. Jo, ich bin hier wie so ein Geisteskranker ewig rumgestopft und mittlerweile ist auch schon ein Tag vergangen und dann habe ich irgendwann mal das hier entdeckt. Ne? Da gibt's einfach ein bisschen Kleingeld umsonst. Wer hätte das denn gedacht, ne? Und damit können wir uns jetzt Force Beam Goldmodul holen. Force Beam Goldmodul, du kannst den Beam jetzt mit Gold verbinden. Der Beam leitet auch Elektrizität. Das ist doch schön. Und ja, ich habe schon geschaut. Ich muss meine Batterie wieder neu holen. Aber schön, dass wir wenigstens Gold verwenden können. Das ist alles so einfach nur, wenn man halt nicht drauf kommt. Wenn man sich selbst irgendwie unter Druck setzt. Und dann plötzlich keine 5 Stunden, 5 Tage, 5 Jahre Zeit hat, um herumzugucken. Dann wird das einfach nichts. Lass mich raten, die Teile da oben sind aus Gold. Auch von mir aus kannst du auch so liegen bleiben. Und ja, höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, gehört sich das so. Nein. Batterie, ich glaube, du musst doch stehend abspringen. Das bringt uns all das faul herumgeliege nix. Und eingelocht. Und damit haben wir hier Strom. Die Frage ist nur, wie bekommen wir denn Strom? So. Und du aktivierst diese Plattform. Kannst du erkennen, wie der König diese Tür abgesperrt hat? Ich bin kurzsichtig. Kann es sein, dass das da oben die Zahlenkombination für das da unten ist? Wir werden sehen. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal herausfinden. Wir haben ja gesehen, dass hier überall Gold dran ist. Hoppala. Und dementsprechend können wir uns jetzt hier überall von links nach rechts ziehen. Und hier gibt es einen Schalter. Das ist doch schön. Moment. Kann ich die Kugel eventuell auch bewegen? Ja doch, das geht. Was mit Holz klappt, klappt anscheinend auch schon. Das habt ihr nicht gesehen. Lauf wieder normal, danke. Was anscheinend mit Holz klappt, klappt anscheinend auch mit Metall. Das ist doch nett. Wunderbar. So, muss ich da jetzt wieder hoch? So. Kugel. Roll. Vorsicht, da unten. Rollst du? Geht doch. Eine Metallkugel, das ist doch schön. Ich glaube, die leitet Metall, ne? Die leitet Strom. Würde es vielleicht funktionieren, wenn man die da runterrollen lässt? Rollkugel, roll, 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 roll. Muss ich vielleicht ein bisschen mittiger rollen? Naja, zum Glück haben wir niemanden erschlagen. Oder soll ich sagen, schade, dass wir niemanden erschlagen haben. So, die Frage ist, wo kommen wir damit hin? Und, zack, roll. Habt ihr es gesehen, wie der die Kugel verrollt hat? Geld! Kleingeld! Meins! Gibt es sonst noch was Interessantes? Wunderbar. Und da kommen wir so entlang hin? Muss ich da einfach auf die Tür rauf? Anscheinend. Dann kriegen wir noch mehr Kleingeld. Hopp. Und wir haben 30 Coins. Was können wir mit 30 Coins denn anfangen? Weiß ist nichts. Wir können uns auf jeden Fall unseren Doppelsprung und unseren Dreifachsprung wiederholen. Juhu! Ist doch schön. Unser Force-Gewehr, dafür brauchen wir noch 40. Aber schön, wir können wieder hüpfen. Hui! Cool. Du bleibst bei mir. Du gehörst zu mir. Hier mein Name an der Tür und so. Verstehst du? Oder bleibst du da hinten? Und mit dem Dreifachsprung sollten wir locker easy hier rüberkommen. Yes!
Läuft doch. Man muss sich nur die Zeit nehmen, sich mal ein bisschen was anzugucken. In dem Let's Play geht das leider nicht immer. Ja, und da haben wir die Tür auf. Was treiben die da? Hallo? Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Willst du die ihn erwürgen? Wer jagt hier wen? Man weiß es nicht. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Wir haben so viele Schlüssellöcher übersehen. Force Cube. Geht das? Hoppala. Aber die haben auch nicht verdammt viel Wasser, ne? Falls die bei uns Wasser abgedreht haben. So. Juhu, wir haben 20 Gold. Und hier gibt es nichts. Dafür gibt es da einen Schlüssel. Wie komme ich da ran? Wie? Ach, habt ihr die Münze hier gesehen? Hat sich vor mir versteckt. Gibt's hier noch was? Nö. Der Schlüssel kommt da ins Schlüsselloch. Das habe ich soweit verstanden. Gibt's irgendwas, das man aufschlagen kann? Was demolieren? Die Karotte könnten wir an die Fliegen da draußen verfüttern. Hoppala. Mal läuft's, dann läuft's wieder nicht. Ist man wohl doch nochmal aufs Dach. Ich wüsste jetzt nur zu gerne, wie wir an diesen Schlüssel rankommen. Faszinierend. Geht es von hier irgendwie da rein? Moment. Moment. Kann man sich da irgendwie durchpressen? Nö. Mal wieder kurz auf die andere Seite. Weil hier kommen wir ja locker wieder hin. Vielleicht bekommen wir von der anderen Seite irgendwie... Nee, auf die andere Seite komme ich gar nicht. Einfach mal alles ankloppen, ne? Alles klar. Irgendwie von da nach da. Moment. Können wir einen von denen aufhalten? Bleib doch stehen. Nee. Bleib stehen. Yep. Guck mal. Wieso gehen wir da nicht einfach links rum? Hoppala. Geht doch. Manchmal muss man einfach nur ein paar Sekunden überlegen, ne? Dann ist man schon draußen. Und da kommen wir auch an den Schlüssel ran. Wunderbar. Was haben wir damit? Oh, guck mal, da hat sich eine Tür geöffnet. Na dann, verziehen wir uns. Und machen hier erstmal das Schloss auf. Und wir bekommen noch mehr Kleingeld. Jupp, Heidi und Jupp, Heida. Gibt's hier noch was? Na, wenigstens haben die hier Bücher. Gut, wenn die lesen können, why not? Und noch ein Schalter. Ich glaube, so weit drüben sind wir fertig, denn wenn sich hier die Dachluke öffnet, ne? Wir haben 40 Coins, dafür konnten wir uns da auch noch was leisten, oder? Schauen wir einfach mal, dafür bekommen wir unseren Force Cube und ich glaube, damit können wir so einen Kristall färben. Heidi und Jupp, Heida. Dann brauchen wir... Hi, Mami. Es tut mir immer noch leid, dass ich dich für meine Freundin gehalten habe. Uiuiui. So. Force Cube. So, wenn ich mich jetzt mal lila färben könnte, das wäre doch ein Traum Deluxe. So, gleich haben wir's, Mami. Gleich haben wir's. Gleich.
Oder können wir den Foscube hier sonst noch für irgendwas verwenden? Kommt der lilane links unten und dann brauchen wir einen blauen rechts oben. Ah, da ist schon mal ein blauer. Das ist doch schön. Muss ich nicht mal so weit zurücklaufen. Kommst du mit? Ja. Na gut. Dann halt auf die klassische Art und Weise. Kommst du wieder her? Und damit haben wir hier die Tür geöffnet. Das war ja einfach. So, was haben wir denn da? Eine Lichtschranke, die zu dieser Tür hier führt. Mit einem Jumppad, dass wir da rüber Dingskirchen müssen. Damit wir das hier aktivieren können. Also brauchen wir da Strom. Karotte. Ja, ich weiß, dass Kartoffeln und so Energie herstellen können. Ja, sieht so aus, als müssten wir die Karotte hier entfernen. Aber da weiß ich auch schon was. Ja, wir haben die Münzen von dem roten Typen hier eingesperrt. Er wird keine Waffen haben, die lila Projektile schießt, um die Tür zu färben. Die Frage ist, die ich mir gerade stelle, ist, wenn er schon von Projektilen redet. Weil das geht ja nicht, das haben wir schon oft probiert. Aber könnte ich mit meinem roten MacGuffin so vielleicht meinen roten MacGuffin lila färben? Man weiß es nicht, müssen wir probieren. Was haben wir denn da? Der grelle Wahnsinn. Regeneration. Plus 5. Außer Karotten gibt es hier nichts. Das da oben etwas? Sehen wir uns erstmal in aller Ruhe um. So viel Zeit muss nämlich sein. Bevor wir uns hier komplett wieder doof anstellen. Aber nö. 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 Soweit so einfach. Also brauchen wir jetzt erst einmal und die Fliegen. Und ja, da habe ich schon eine Idee, wie wir daran rankommen. So müssen wir uns den Kristall hier nochmal ausleihen. Die Tür ist offen, das ist schön. Ich dachte schon, die geht jetzt zu. Kommt ihr mal mit? Das ist ja sehr freundlich von euch. Ich habe nämlich was Leckeres für euch. Super leckere Dingskirchen. Uiuiui. Das war ja einfach. Und da brauche ich die Batterie wieder. Nee. Ja gut. Batterien und Batterien. Hätte ich das gewusst, hätte ich die gleich mitgeschleppt. Hauptsächlich habe ich die Kugel hier näher rangebracht. Ich glaube, das Jumppad da hinten werden wir nicht mehr brauchen. Und ich hoffe, diese Batterie ist kompatibel. So. Ach ja, da müssen wir jetzt noch das hier irgendwie überbrücken. Guck mal, das ist doch ein kaputtbarer Stein, ne? Wirklich sehr kaputtbar. Warum die den da hingebaut haben? Was haben wir denn? Hier könnte man einen Force Cube hinstellen, ja. Hoppala. Gut, wir haben hier so viel Gold, dass wir verbinden könnten. Brauche jetzt vielleicht doch noch meine Kugel? Ich hole die mal, weil das ist so ziemlich das Einzige, was irgendwie Elektrizität leitet. Was wir hier momentan haben. Denn für Elektrizität leiten bräuchten wir ja selber wieder einen Magneten, nehme ich an. Kommst du mit? Hallo? Guck mal. Leitet doch wie eine 1. Ah, der bleibt nur kurzfristig an.
Moment, Moment, Moment. Das schaue ich mir mal erstmal genau an. Kugel, du kommst da nochmal mit. Die Tür ist zu. Moment. Da will ich doch mal was ausprobieren. Es gibt ja nicht umsonst diese Markierung für den Force Cube. Wow, haut das so hin? Dann jumpt der Force Cube da hoch, wenn das so funktioniert. Und steht einfach bei der Tür bereit. Ja, viel Zeit muss sein. Oh, sie rollt, sie rollt, sie rollt, sie rollt. Kann ich das von ihr aus beobachten? Ui. Timing nicht geschafft. Ja, alles klar, aber das war des Rätsels Lösung. Wunderbar. Weißt du, ganz so blöd, wie ich manchmal tue, bin ich halt nicht. Es sieht manchmal halt nur wirklich so aus. So, und hoch da. Wip. Wip. Hallo? Ui. Heieieiei. So. Ich das hier wieder neu verbinden? Uha! Dann muss ich das hier wieder neu verbinden. Alles klar, ich habe dummerweise keine Zeit, um mir das anzugucken, dieses Spektakel. So. Aber schon, dass das so funktioniert. Weil alleine die Rätsel so zu gestalten, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Ohohoho. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Wunderbar. Das wäre geschafft. Und wir haben jetzt 60. Damit kann ich meinen McGuffin wiederholen. Yay. Wunderbar. McGuffin, McGuffin. Ich habe meinen McGuffin wieder. Mein McGuffin. Ich habe genau gesehen, was du getan hast. Haben wir uns schon mal getroffen? Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla. Achso. Ich hole mir meinen McGuffin. Aber ich will auch meinen Dingskirchen wieder haben, einen Magneten. So, in your face. So, jetzt testen wir mal die Theorie, ob man Sachen färben kann. Kann ich ja auch gleich hier machen, ne? Dann weiß ich, wie ich in Zukunft... Er verändert sich tatsächlich. Wir haben ja eine ganze Menge lila Schalter, die wir noch nicht betätigt haben. Oh Mann, das ganze Backtracking wieder. Mami? Hey! Hol dir dein Geld zurück. Es ist im Raum hinter den zwei verdächtigen goldenen Blöcken. Du hast alles, was du brauchst, um die Tür zu öffnen. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Mami. Danke. Na dann, schauen wir mal. So. Funktioniert das wirklich? Tatsache. Doch. Oh weh. Ja. Guck mal, Geld. Kleingeld. Es reicht gerade für den Magneten. Was haben wir in der Truhe drin? Noch mehr Geld. Uiuiuiui. Da haut's die Framerate auf 20 runter. Weg mit dem ganzen Gold. Das ist ja ekelhaft. Böse Framerate. Huiuiuiuiui. So, haben wir alles? Oh, guck mal, da hätte man beinahe was übersehen. Wie war die Framerate? Habt ihr das mit Absicht so gemacht? Ihr blauen, meine Framerate zu ruinieren? So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschö!